Ist das nicht drin? Glaube ich nicht drin, nee. Wow. Ah! Doch! Morgen, Jungs. Und Mädels. Wir spielen heute Box of Horrors, die Mod für SCP Containment Breach. Und das bei diesem schönen Wetter. Uns scheint und die Sonne. Das weiß ja keiner. Doch, das weiß ich. Vielleicht nehmen wir das Video auch in der Nacht auf. Nee, wir spielen bei sonnigstem Wetter hier in diesem dunklen Raum. Nur für euch. Map Seed, ja mal alles random. Brauchen wir Intro? Ich weiß nicht, wie ist das bei Box of Horrors? Ist das anders? Glaub nicht. Lass mal drin. Ja. Einfach so, Spaß. Du glaubst nicht, aber lässt mal drin. Okay, gut. Ja. Und es geht los. Zuschauerfrage. Genau, L. Chris, L. Leerzeichen Chris fragt. L. Chris, ja. Könnt ihr vielleicht mal eine Folge rausbringen, wo ihr beide nur ein paar SCPs zeigt? Fragezeichen. Hast den Punkt vergessen. Punkt, Fragezeichen. So. Ja. Ist eigentlich nicht geplant, ne? Vorerst haben wir ja nichts geplant. Aber irgendwann vielleicht. Meinst du? Vielleicht. vielleicht. Lassen wir es mal offen. Aber ist eigentlich keine schlechte Idee. So. Also ich glaube, das Intro haben wir im Livestream damals auch gespielt, da war nichts anderes. Gucken wir mal. Aber es hat jetzt übelst lang gedauert, bis das Ding aufgegangen ist. Hast du gesehen? Hm. Ich meine, jetzt können wir das Intro eh nicht mehr abbrechen. Ein bisschen lauter. Achso, man muss ja so lange drauf gucken, bis der hier reinkommt. Das ging aber schnell und der zittert schon wieder. Zittert. Ich glaube, der ist nervös oder so. Der möchte dir eine Ladung Blei verpassen. Aber jetzt hat er aufgehört. Du über die Kirche wahrscheinlich bist. Stupid. Ja, ist okay. Gehen wir mal hinterher. Kennen wir ja die Prozedur. Attention. Communications. Specialist. Furnace. Ja, das war ja auch, glaube ich, das war in dem Update. 2, 5. Ist nicht Box of Horrors. Meinst du, der Entwickler übernimmt so nach und nach Elemente aus der Mod? Dass vielleicht diese Stimmen der Mod schon vorher waren? Vielleicht. Ja. Nein, glaube ich nicht. Attention all Class D personnel. Please enter the containment chamber. Die machen es einfach und wissen gar nicht. Aber bei den SCPs könnte ich es mir teilweise vorstellen. Die wissen gar nicht, was auf sie zukommt. Please approach SCP-173 for testing. Gehen wir raus. There seems to be a problem with the door control system. The door isn't responding to any of our attempts to close it. So, please maintain direct eye contact with SCP-173. Lieber nicht. Dem hast du es gezeigt, oder? Ah, ich habe mich durch die Wand geglitscht. Geglitscht, ja. Der ist trotzdem da unten drin, ne? Wie ist er da? Der ist da. Gucken wir mal, wo die... Selbe Items? Ne, eine... Ne, da war dieses Ding. Da kannst du die Dokumente reinballern. Das ist nämlich ziemlich gut. Ja, da... Kann man nämlich die ganzen Papers mitnehmen und den Weg markieren. Ja, wo ist er denn? Ist doch egal. Nein. Bist du da jetzt rein, oder was? Ich will ihn sehen. Bist du lebensmüde? Dann weiß ich wenigstens, wo er ist, verstehst du? Ja, der ist voll. Oh, alles anders. Dunkel, du. Das ist auch die Box of Horrors. Hast du eigentlich die Map geladen? Welche Map? Ich dachte, wir haben eine Map. Für Box of Horrors? Ja. Ich dachte, die haben wir im Livestream gespielt. Weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaub schon. Ja, einer. No. Ah, das ist cool. Wo muss er nehmen?
Bringt die was? Ich weiß nicht mehr, was gemacht. Doch, da hat man irgendwas gesehen, irgendwelche Leute und dann. Ja, shit. Ist man gestorben. Dann lass sie lieber. Ja, ich nehme sie zumindest mit. Ja, aber nicht aufsetzen, sonst kommen diese Leute. Ach, das Ding ist von alleine auf. Penetrieren dich ordentlich. Okay. Ich fand das aber irgendwie lustig. Wenn man, ja. So kann man es auch nennen. Wenn wir in eine aussichtslose Lage kommen, dann setze ich die Pille auf und beende es. Ich habe was zu machen. Was sehr so lustig ist. Oh. Ah, das ist der. Der war in so einem Glaskasten, oder? Ja, was war mit dem? Keine Ahnung. Lesen. Irgendwie. So lange ist der Livestream gar nicht mehr her, aber. Don't touch. Genau, da war was. Sensory Phenomena. Smells, cooking meat, sounds, tactile responses. Sinnestäuschungen, oder? Ja. Wenn du ihn touchst. Oder wenn du. When a subject approaches. Was heißt approach? Ja, annähern. Please approach SCP-173 for testing. Okay. Ja. Okay. Das wäre richtig gruselig, wenn das sich drehen würde. Kann man den mitnehmen? Wow! Und das Licht ist aus? Wo sind wir? Ich hab keine Ahnung. Wozu? Wir sind drin? Alter. Wow. Was ist da los? Wie will wir raus? Alter. Und jetzt kannst du das nehmen? Ja, wahrscheinlich schon, aber dann bekomme ich irgendwelche Sinnestäuschungen. Ich habe schon irgendwas erwartet. Ja, aber doch nicht sofort, oder? Ah, wir sind einfach gestorben. Toll. In a state of complete panic, screaming that he should not be here, was sedated and will undergo psychiatric evaluation to determine the medical change in personality. Also wir sind nicht gestorben sogar. Wir sollten nicht da drin sein. Ja. Stimmt ja auch. Wir sind trotzdem da reingekommen. Das Geräusch dazu, ey, Hammer. Okay. Ja, das war dieses SCP-Geräusch von SCP-173. New Game. Fine Intro. Wenn diesmal der Totenkopf kommt, ja. Mach einfach weg. Das war jetzt etwas unnötig, sagen wir es mal so. Aber immerhin interessant. Jetzt wissen wir, was passiert. Zumindest. Aber wodurch wird es getriggert? Dass wir mal draufschauen? Ja, ich glaube schon. Oder dass wir halt einfach zu nah sind. Stimmt, wir haben es approached. Also ich glaube, es soll so sein. Nicht, dass es irgendwie Bug war, dass wir halt auf einmal durch die Wand gekommen sind. Ja, vielleicht soll es erst sein, wenn man reingeht, so dass man so nah hinkommt und wir sind irgendwie doch näher gekommen, als man auch von außen soll. Irgendwie. Irgendwie. Nehmen wir es einfach so hin. I can jump. So. Der ist da drauf. Passt. Oha. So, was haben wir denn hier? Ganz ein SCP-Nummer, das kann man sich doch niemals merken. Das ist Portrait-sized Old Painting. Okay. Dass ich da nicht drauf schaue. Ja, und da ist es ja schon. Ja, renn einfach vorbei, da ist die Tür. Ja. Und da geht's da auf. Nee, shit. Deswegen, jetzt hasse ich mich da durch, aber ich darf nicht aufs Gemälde gucken, einfach. Dann mach beide. Ist da noch irgendwas, was man mitnehmen kann? Nee. Immer vergewissern hier. Aber das ist scheiße, wenn du von der anderen Seite reinkommst und ich weiß, dass er das Porträt ist, dann guckst du automatisch drauf hin. Ja. Hatten wir im Livestream, ne? Ich glaub schon, ja. Ist es quasi automatisch vorbei. So, wenn man jetzt einmal da durchgegangen ist, ja, dann kann man die Tür. Okay, aber es gibt ja keinen anderen Weg bis jetzt. Das heißt, hier waren wir. Das ist der Anfang, da muss man nicht mehr hin. Yes, yo. Den kennen wir. Da krieg ich mal eine Gay Guard. Gerade Gay Card gesagt. Nein, ein Gay Card. Und den Navigator kriegt man nicht durch die Wand. Uah, scheiße.
Aber der ist drin geblieben. Ja, so wie es sein soll, Mann. Da ist er, Navigator, der ist in der Box of Horrors, ist der. Ich hab ihn. Nicht durch die Wand erreichbar. Ich hab ihn, siehst du? Cool. Jetzt können wir navigieren. Okay. Dadurch oder zurück? Schon der Navigator, was sagt er? Gehen wir mal jetzt mal nach links, ja. Da. Ah. Schon? Ah, ist jetzt da drin? Ja, auf jeden Fall. Ich stehe da um im Sack. So genau. Ja, ohne Keycard kann der aber nicht aufmachen, glaube ich. Der auch? Der kann alle Türen aufmachen, oder? Ich weiß nicht. Ohne Keycard. Ich möchte sehen, so. Wie er eine Keycard da reinsteckt. Da kommen wir her. Wie schaut denn das hier überhaupt aus? Mal links. Sackgasse. Okay. What the fuck? The forest? Das ist das. Ah, wie es auf einmal voll hell wird. Wunderschön. Wunderschön. Der Wald ist doch wunderschön. Naja, okay, der Baum schaut jetzt nicht so toll. Wald, genau. Aber nur ein Baum. Water Mister. Gucken wir mal. Na, haben wir jetzt so unsere Folge, wo wir einfach ein paar SCPs zeigen, oder? Können wir dann so nennen, einfach ein paar SCPs. Twice per day. Ein Apfelbaum. Was growing things other than apples and in fact other than fruit. To clone any object that touches its bark. Oh. Oh. Das ist gut, Alter. Klauen wir was. So. Einfach reingehen. Ja, ist ja safe, oder? Was? Was ist der Baum? Jetzt geht's nicht mehr. Aha. Vielleicht müssen wir den. Ist der Baum sauer? Ne, wieso geht es nicht? Hallo? Toll. Ich dachte, wir können uns jetzt versuch's nochmal mit der Karte kommen. Ungefähr 10 Keycards cheaten. Tja. Nee. Hä? Wenn man raus wieder reingeht vielleicht? Nee, ich glaube, das soll schon so sein. Irgendwas vielleicht liegt zusammen mit der Door Control oder sowas. Ja, da hatten wir Pech, dass jetzt da gerade dieser Schocker kam. Nee, genau. Tür schließen. Nee, ich glaube, das soll einfach so sein jetzt. Ja. Dass es ein Event ist. Und da war Sackgasse, ne? Ja. Nothing happens. Von da kommen wir her. Oh, ich hab nichts mehr. Ah, das. So. Was ist dies? Der Schlüssel ist aber nicht da. Der öffnet alle Türen. Ja. Da können wir dann zu dem Baum rein. Ja, aber der ist nicht da. Letztes Mal haben wir den gefunden, oder? In dem Livestream. Kann ich nicht mehr erinnern. Ah, da brauchen wir hier Level 4, glaube ich. Mann. Auf den haben wir schon gewartet. Lustiger, wenn er kurz danach Larry seinen Kopf durch die Decke stecken würde. Einfach so. Einfach so. Ohne tiefere Bedeutung. So. Das ist nur das Schlabber. Insekt. Da gibt es ja irgendwas Neues in diesem Raum hier. Hm. Der Radio. Der ist. Ey, ist da was anderes? Richtig abgefuckt. Ich habe keine Batterien mehr. Gib ich ja. Ich hatte sogar nur eine. Okay, scheint sonst nichts Außergewöhnliches hier zu sein. Dann gehen wir wieder raus. Von da sind wir jetzt hergekommen. Dann geht's hier weiter. Oh. Ah, Medical Bay. Da waren wir doch, da war alles gut drin, ne? Da kommen wir aber nicht rein. Noch nicht. Da, soweit ich weiß, waren wir da drin, da war es blutig.
kann man auch sagen. Ja. Na toll. Aber jetzt sind wir weiter, oder was? Ja, ich hab... Haben wir noch eine Kreuzung? Ja. Was halt nicht was halt ist. Ob das jetzt da kann man doch her, oder? Langweilig ist oder ob da etwas echt Geiles ist. Ich würde es investigaten. Auf jeden Fall. So, also von da komm her, da waren wir noch nicht hier. War da nicht eine Sackgasse? Ja, okay, dann. Und da gab es keine Alternativen. Mehr, eins oder? Zurück, doch. Muss ja. Der Baum. Da ist ein Ding. Dieselben Channels, glaube ich. Ja. Ah ja, stimmt, da ging es noch. Ja, die Battery von dem bleibt auch langsam. Oh. Jetzt? Nix. Die Bühnenturz hätte mir nichts gehört. Wie gesagt. Wir müssen 914 finden. Der ist da drin, oder? Oder hat er uns verfolgt? Den? Ich glaube von hinten. Von hinten? Bam, bam, bam. Oh ne. Und ist nicht drin? Glaube ich nicht drin, ne. Wow. Ah! Doch! Ja, war der da drin oder ist der aufgetaucht, als wir drin waren? Keine Ahnung, Mann! Der ist aufgetaucht, ich sag's dir. Ja. Das ist doch meine. Ja, ich glaube, das war's. Erste Mal. Hast du viel gesehen eigentlich? Ja, das können die auf jeden Fall öfter spielen, meine ich. Ja. So, wenn es länger keine neue Version gibt, wie jetzt in letzter Zeit, dann gibt's viel Neues zu sehen, auf jeden Fall. Für uns. Ja, ich hoffe ja, dass bald die 1.0 rauskommt. Meinst du, der nächste Schritt wird die 1.0 sein? Gut, das könnte sein, weil es eben jetzt bis jetzt so lange gedauert hat. Ich vermute, ja. So lange hat es ja auch gedauert vor dem 07 Update. Vielleicht weiß einer der Zuschauer mehr. Alex B. Thema, ja. Wie weit bist du beim Programmieren? Gut. Ach ja, hier Fehlinformation. Wir haben euch ja gesagt, dass Daylight am 14. April erscheint. Das stimmt nicht. Es kommt am 29. erst. 29. raus. Ich weiß nicht, ich war mir sicher, dass ihr irgendwo gelesen habt, dass es am 14. rauskommt. Ja, dem ist halt nicht so. Jetzt habe ich extra mal einen Urlaub so genommen. Ich meine, habe ich schon vorher eingetragen gehabt. Aber. Erst am 29. Und wir versuchen als Erster zu zocken. Oder? Das auf jeden Fall. Gleich, wenn es rauskommt. Ich weiß nicht, man müsste für Steam so SMS-Benachrichtigungen, sobald ein Artikel verfügbar ist. Ja. Und dann sofort laden, dann sage ich dir, Fred, du musst jetzt innerhalb der nächsten 5 Minuten herkommen. Sitz dich halt an den Tag dann hin, aktualisieren. Ja. Ja gut, da muss man jetzt überlegen, nach welcher Zeit geht es. Ich weiß nicht mehr, wie es bei Slender war. Slender wurde auch nicht über Steam released. War Slender, ich glaube, also das Arrival, das kommt aus Kanada. Blue Eye Studios. Das ist vielleicht auch abhängig davon, wo du wohnst, also dass die... Meinst du? Immer um 12 oder so machen. Dann bist du halt benachteiligt, wenn du nicht in Japan wohnst. Gehst du in die Steam-Anstellung und wählst deinen Standort halt auf ein anderes Land dann. Ja. Oder Location Faker gibt's ja auch. Ja. Genau. Gut. Ja, aber es gab ja so öfter so Titel, die du schon mal preloaden konntest, aber erst ab einem bestimmten Datum spielen konntest. Und ich glaube, bei den ersten Titeln, die das gemacht haben, hat es dann gereicht, wenn du die Systemzeit geändert hast. Und dann irgendwann haben sie es dann gecheckt und dann verbindet sich das beim Start dann mit dem Online-Zeitserver. Und das komme ich aber drauf, wenn ich das programmiere, dass es leicht ist, die Zeit umzustellen. Die ersten scheinbar noch nicht. Nein, die sind so dumm. Ja, wir zögern schon wieder viel zu lange hinaus. Ja, wir haben schon 19 Minuten. Also macht's gut und schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Wenn es heißt. Wow! Nicht so bin ich erschrocken.
Du machst immer so und ich mach so. Gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Nein! Like das Video, wenn es euch gefallen hat. Disliked es, wenn es euch nicht gefallen hat. Und abonniert, wenn ihr nicht schon abonniert habt. Ja, und schreibt einen Kommentar für alles, was sich nicht als Like oder Dislike ausdrücken lässt. Ja. Wir müssen uns mal so einen Spruch überlegen, den wir am Ende jedes Videos sagen. So wie der Line ist. Ja. Okay. Tschüss.